Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review von Phil Filler. Ja, wie ihr sicherlich schon auf Instagram gesehen habt, dreht sich das neue Review bei mir um das Stifte-Etui Nolte von Sonnenleder. Das ist ein sehr schönes und hochwertig verarbeitetes Stifte-Etui made in Germany. Das Stifte-Etui hat Platz für mehrere Füller von mir und weil ihr sicherlich auch das Problem habt, wie ihr eure Stifte transportiert, gebe ich euch hier einen Eindruck von meinem Stifte-Etui. Zum Stifte-Etui kommt von der Firma Sonnenleder eine Anleitung, wie man mit dem Stifte-Etui umgehen muss. Zum Beispiel wird vorgeschlagen, dass man das Stifte-Etui, das ist jetzt hier schon behandelt, mit einem leichten Wasserfilm einreibt, also etwas, also einen Lappen benetzt und dann hier über das Stifte-Etui drüber geht. So kriegt das schon eine leichte Patina. Und wird dann natürlich auch dunkler. Also dieses hier habe ich schon komplett eingerieben und es wird dann halt auch dunkler und ist nicht mehr so naturbelassen, wie man das letztendlich sieht, wenn man das jetzt zugeschickt bekommt oder im Laden kauft. Das Stifte-Etui hat hier schon kleine Dellen und das kommt daher, dass ich mein Stifte-Etui täglich mitnehme und es fliegt dann halt in meinen Rucksack rein zur Arbeit. Und es kriegt dann die eine oder andere Macke. Das ist aber hier bei so einem Leder-Etui kein Problem. Ich kann jetzt wieder ein Wasser nehmen, also ein Tuch mit einem Wasser benetzt und gehe dann hier leicht über diese Stellen drüber. Und dann ziehen sich die Stellen hier wieder voll Wasser und bilden dann auch wieder eine Patina. Und so habe ich dann hier wieder eine schöne gleichmäßige Farbe. Das Stifte-Etui mit den 166 Gramm Leergewicht ist doch schon relativ schwer, also schwerer als wenn das jetzt hier aus Stoff wäre, aber es hat halt auch einen super robusten Charakter. Es fässt sich wunderbar an und jetzt hier, das habe ich auch schon über ein Jahr, es riecht immer noch schön nach Leder. Also man muss einen Ledergeruch mögen, ich mag Ledergeruch und das ist hier halt auch, ja, man riecht, dass es ein Leder-Etui ist. Es ist auch, wie gesagt, sehr schön verarbeitet. Ich habe hier so eine großen Kanten hier drumherum nochmal. Das heißt, wenn jetzt das Etui irgendwie aufkommt, dann schütze ich hier den Reißverschluss auch nochmal und alles, was drin ist, hat so eine Art Pufferfunktion. Dann ist das Leder-Etui hier sehr schön genäht, also es ist sauber vernäht, also es ist eine Qualitätsarbeit. Der Reißverschluss hat hier noch ein Zipper mit dem Sonnenleder-Logo drauf und auf der Rückseite steht auch nochmal Sonnenleder. Der Zipper ist schön leichtgängig und er fühlt sich wie das gesamte Etui auch wertig an. Kommen wir zum Innenleben. Wir haben hier eine nutzbare Länge von 17,8 cm und eine Breite von 9 cm. Wir haben Platz für drei Füllhalter. Hier habe ich den Twispy Eco, den Pelikan M805 und den Lamy Allstar. Wir haben Platz hier drin für 5 Bleistifte. Ein Lineal, also ich habe jetzt noch kein passendes Lineal gefunden, was ich jetzt optisch ansprechend finde. Vielleicht habt ihr für mich noch eine Empfehlung, was ich mir für ein Lineal zulegen könnte. Dann haben wir hier Platz für ein Radiergummi und auch noch für einen Anspitzer. So einen kleinen Anspitzer habe ich jetzt auch noch nicht gefunden, der jetzt eine schöne Spitze macht, die dann auch lange hält. Vielleicht habt ihr noch für mich einen Tipp, was ich mir für einen Anspitzer kaufen könnte. Ja, die Nähte sind hier auch nicht scharf. Das heißt, wenn ich jetzt unabsichtlich mit dem Füller hier nochmal drüber streife, dann habe ich eigentlich keine Macke im Füller drin. Also ich persönlich mache es aber auch so, weil ich auf Nummer sicher gehe. Wenn ich jetzt einen Füller rein oder raus, also reinstecke oder rausziehe, dann drücke ich hier noch vorne drauf und ziehe den dann so raus. Also das funktioniert eigentlich ganz gut und bis jetzt habe ich deswegen noch keine Macke in meinen Füllern drin. Ja, auch innen drin ist natürlich hier jede einzelne Schlaufe hochwertig verarbeitet und genäht. Also es macht durchweg einen super Eindruck. Was ich hier bei dem Etui noch sagen muss, ist, wenn man hier einen Füller mit einem größeren Durchmesser hat, dann können diese Gummischlaufen diesen auch aufnehmen. Also die sind jetzt hier sehr dehnbar. Es gibt hier noch ein anderes Sonnenleder-Etui, was ich auch habe für zwei Stifte. Das stelle ich auch nochmal vor. Das hat hier über so eine Gummischlaufe einen Lederriemen drüber und da begrenzt der Lederriemen dann die Dicke des Füllers. Das ist hier bei dem Sonnenleder-Etui nicht der Fall.
toll an diesem Etui. Ich habe damals 66,50 Euro bezahlt, finde ich auch, dass hier auf der Oberseite das Sonnenleder-Symbol eingeprägt ist. Also das gefällt mir persönlich recht gut. Kommen wir zum Fazit. Ich finde das Etui hochwertig verarbeitet. Es fängt die Stöße ab für meine ganzen Füllern. Es macht einfach Spaß, dieses Etui jeden Tag zu öffnen. Der Zipper läuft wunderbar. Ja, ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Falls ihr das Etui für einen Kauf schon ins Auge gefasst habt, hoffe ich, ich konnte euch damit weiterhelfen.